Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, hier zum Projektvideo vom Miniatur Smart Home. Der eine oder andere hat es vielleicht schon auf Instagram verfolgt. Ich habe da schon mal den ein oder anderen Update-Post dazu gemacht und ein paar Stories gepostet etc. pp. Das ist jetzt das Projekt, was ich jetzt hier in den letzten Monaten umgesetzt habe und ich bin echt mega stolz darauf. Ich finde, es sieht echt mega schön aus und vor allem ist das jetzt hier einfach nur modellmäßig, kann das dafür stehen, aber ich meine, theoretisch jeder von euch, der ein richtiges, echtes Smart Home zu Hause hat, der kann hiermit im Grunde genommen ja einfach sein echtes Smart Home als Miniatur nachbauen, wenn er möchte, und kann das Ganze dann quasi über den I.O. Broker mit dem echten Smart Home verknüpfen, sodass quasi hier auch quasi genau dieselben Lämpchen leuchten in vielleicht genau derselben Farbe, wie das halt eben in dem echten Smart Home in der echten Größe halt auch ist. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, quasi Statusanzeige hieß das damals, I.O. Broker Statusanzeige, und da habe ich im Grunde genommen halt auch nur so ein IKEA Ribber Bilderrahmen genommen, wo ich dann einfach ein paar WS2812 LEDs reingepackt habe, die dann halt eben gewisse Statusmeldungen angezeigt haben, eben durch verschiedene Farben. Und im Grunde genommen ist das hier eine Erweiterung genau zu dem, ne? Deswegen habe ich auch ein paar der Teile habe ich quasi halt auch auf das alte Tutorial verwiesen, aber genau, das ist halt hier nochmal ein ganzer Step weiter, weil wir haben hier zum Beispiel einen Staubsaugerroboter, der hier auch wirklich durch die Gegend fahren kann. Wir haben hier unten einen Fernseher, der halt auch wirklich läuft, also der wirklich, wo Miniatur, also Amazon Fire TV Stick, richtig ganz normal hier mit der Fernbedienung auch gesteuert werden kann. Und an der Stelle möchte ich nochmal ein dickes, fettes Dankeschön raushauen an die Firma Solectric, denn die Firma Solectric war so lieb und hat mir hier diese Makeblock Laserbox Pro gesponsert. Das ist halt hier der Lasercutter, mit dem ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viele Projekte umgesetzt habe, und auch dieses Video ist ein Teil der Videoreihe von der Makeblock Pro Laserbox Videoreihe, weil ich mir halt eben gedacht habe, hey, mit dem Ding kannst du so coole Sachen umsetzen, und da soll das hier halt eben auch ein Teil davon sein. Und natürlich habe ich halt auch hier zu diesem Tutorial einen kompletten Forumbeitrag gemacht. Da werden wir auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, weil da ist quasi der rote Faden, der dieses Video durchzieht. Genau, ich werde jetzt erstmal euch nochmal so ein paar Sachen nach vorne kommen und euch so ein paar Sachen, also so ein paar kleine Details einfach nur nochmal kurz zeigen, weil im Grunde genommen, ja, man sieht es ja, wie gesagt, Makeblock Laserbox Pro, damit habe ich das Ganze hier hauptsächlich gemacht, das hat wie gesagt mit dem Lasercutter hauptsächlich gemacht, und die Makeblock Laserbox Pro war halt eben mein Lasercutter, mit dem ich das Ganze gemacht habe, eben mit entsprechendem Holzmaterial. Ich habe da so größere Platten gehabt, ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, auch im Forumbeitrag auch nochmal verlinkt, damit ihr da genauer nachschauen könnt. Als Grundlage hier für diesen Miniaturfernseher habe ich ganz normal erstmal so ein Raspberry Pi Kit genommen. Das ist jetzt hier Raspberry Pi 4 Modell B, so ein Starter-Kit halt einfach, da habe ich euch, wie gesagt, auch was in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es ganz viele verschiedene, von verschiedensten Marken etc. pp. Jetzt muss ich hier hinten mal ganz kurz gucken, die Lampe ist kurz umgefallen. Wie gesagt, da gibt es Sets von verschiedensten Marken und auch bei dem das Holz, was ich verwendet habe und so, da gibt es verschiedene Sachen. Zusammengeklebt habe ich das Ganze einfach hier mit Ponal Holzleim, hier einfach dieser Express-Holzleim. Da habe ich mittlerweile ganz viele Tuben von gekauft, weil das funktioniert wirklich einfach gut. Das ist auch hier wieder schon fast leer. Das hält super und auch wirklich, das ist halt alles damit zusammengeklebt. Also auch hier selbst diese filigranen Sachen sind alle damit zusammengeklebt. Und das Schöne ist halt einfach, das wird komplett durchsichtig. Also man sieht den Kleber hinterher gar nicht mehr. Wenn ich euch jetzt mal so einen Stuhl hier zeige oder was könnte ich euch denn nochmal zeigen? Ach, das hier ist natürlich auch mega schön zum Zeigen. Auch hier mit den Gravuren, das hat super funktioniert. Und hier war ich mega, mega stolz drauf. Ich weiß, so sieht man es vielleicht ein bisschen. Und zwar habe ich tatsächlich hier auch diesen Spiegel in Anführungszeichen gelasert. Also der ist mit dem Laser bearbeitet. Ich musste noch ein bisschen mit dem Cutter nachhelfen, aber das ist ein 2 mm Spiegel und den habe ich quasi auch mit dem Laser geschnitten. Und dass das funktioniert hat, ist schon echt mega, mega cool. Und sind aber auch hier so,
so Kleinigkeiten jetzt hier wie bei dem Modell zum Beispiel, was ich echt mega cool fand, dass man hier, ne, auch die Türen ganz normal halt öffnen kann, ne? Auch das ist einfach eine mega schöne Sache, sowohl hier unten als auch hier oben. Na komm schon. So, ne? Auch das kann man hier oben öffnen. Ja, einfach. Die Modelle habe ich mir hier einfach aus dem Internet besorgt. Die habe ich euch aber auch alle im Forum nochmal verlinkt, weil im Internet war das halt so ein großer Sheet, so ein großes Datenblatt sozusagen. Und ich habe die quasi die Möbel alle nochmal separat gemacht und habe die dann auch nochmal separat benannt und so. Oder hier auch der Miniatur-Staubsaugerroboter. Auch das ist, denke ich mal, ein Projekt, was viele vielleicht auch in anderen Projekten mit umsetzen können. Vom Design her halt auch tatsächlich wie der Xiaomi-Staubsaugerroboter. Sind einfach nur 2-3 mm Platten, auf dem oberen quasi das drauf gelasert vom Design. Und unten habe ich ein Loch reingemacht. Und wenn man hier hinguckt, sieht man hier hinten ist so ein kleiner Magnet. Und auf diesen Magnet setzt man quasi das Loch kommt dann so da, also ne, der Magnet kommt in das Loch rein. Und unten unter diesem Konstrukt ist quasi halt ein Gebilde mit einem Servomotor, also mit hier so einem SG90. So ein Motor ist da halt dran. So ein Servomotor. SG90. Ne, müsste man hier, so kann man es lesen. Da, SG90. Und da sind noch so ein paar Adapter quasi mit dabei und so. Und damit habe ich das quasi mit dem Miniaturstaubsaugerroboter gemacht und also der Motor treibt das Ganze an, aber gesteuert wird das Ganze hier von solch einer Node-MCU. Ja, so eine Node-MCU, die hat hier links und rechts, wie ihr sehen könnt, verschiedene GPIO-Pins. Ja, die sind halt auch schön beschriftet, also da kann man echt auch nichts falsch machen. Steht genau drauf, welcher Pin wie heißt etc. pp. Und genau, da gehen wir gleich dann noch mal in dem Tutorial richtig durch. Da zeige ich euch das noch mal so schematisch. Also ich werde das jetzt nicht noch mal komplett nachmachen. Also ich werde euch quasi nur so ein bisschen da durchführen durch das Tutorial. Aber ich werde jetzt nicht das ganze Tutorial noch mal neu nachmachen, weil das ist ja hier schon fertig. Genau. Und hier haben wir quasi noch so ein Display-Modul. Das wollte ich euch halt auch noch mal zeigen. Mit solch einem Display-Modul. Das ist jetzt hier von Waveshare. Und das Schöne von Waveshare, bei Waveshare ist halt eben, da gibt es verschiedene Display-Module in verschiedensten Größen. Ist jetzt hier zum Beispiel ein 2-Zoll-Display. Die haben aber auch ein 0,96-Zoll-Display, glaube ich. Die haben ein 2,4 Zoll. Also die haben quasi in verschiedenen Größen. Das hier ist quasi solch ein Display-Modul. Von Waveshare zum Beispiel, hier steht auch an der Seite 2-Inch LCD-Modul und hinten sieht das Ganze so aus. Hier haben wir quasi die Beschriftung, welcher Pin an welcher Stelle ist und hier habt ihr dann quasi noch an der Seite so einen Anschluss für den Pin und das Schöne ist, hier ist halt direkt ein Kabel dabei, das könnt ihr hier einfach hinten reinstecken und hier dann die Pins, müsst ihr halt gucken, welche Farbe welcher Pin ist, habe ich euch aber auch genau beschriftet, also das könnt ihr gar nicht falsch machen. Und ich habe jetzt quasi dann im Grunde genommen einfach nur dieses Display-Modul genommen, habe mir da mit dem Lasercutter entsprechend ja ein Fernseher gebaut. Das ist den ihr halt auch da seht. Ich werde euch zwischendurch, denke ich mal, ein paar kleine Nahaufnahmen und sowas auch noch einblenden. Und genau, damit habe ich das Ganze dann umgesetzt. Und jetzt gehen wir mal hier hinten einfach ganz kurz an das Tutorial selber dran. Aber bevor es quasi jetzt komplett zu dem Tutorial geht, möchte ich euch einfach nochmal so ein paar kleine Zeitrafferaufnahmen mit ein bisschen Musik hinterlegen, wie ich jetzt hier quasi das Ganze zusammengebaut habe. Vielleicht packe ich auch noch so ein paar kleine schöne Nahaufnahmen hier von dem Miniatur-Smart Home generell rein. Also ein bisschen Musik unterlegt und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Zusammenschnitt.
Ich hoffe, der Zusammenschnitt hat euch gefallen. Hier sind wir auch schon im Browser. Hier haben wir das Tutorial halt eben auf im Forum. Das ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier seht ihr nochmal ein Foto von dem ganzen Smart Home. Und jetzt gehen wir das jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Ich habe hier oben auch schon ein paar weitere Tabs geöffnet. Hier unten auch noch so ein bisschen was, dass ihr da schon mal gleich reingucken könnt. Also erstmal hier ganz natürlich oben Modellplan plus Werkzeuge plus Material. Ne? Also macht euch erstmal einen Kopf, wie soll das Ganze aussehen? Welcher Raum, also welche Räume möchtet ihr überhaupt gestalten? Wo soll welcher Raum sitzen? Ich habe ja da quasi dieses ein Raum oben, zwei Räume unten. Das ist halt so ein Cube-Design, sage ich mal. Das ist relativ cool. Übrigens da, liebe Grüße gehen nochmal raus an meinen Nachbar Tobi, weil der hatte die Idee dazu. Ich wollte es eigentlich erst nebeneinander machen und so ist es doch viel, viel, viel cooler und bietet auch viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel diese Unterkonstruktion für den Staubsaugerroboter hätte ich sonst gar nicht machen können. Und hier, wie gesagt, auch nochmal die Möbel, die ich jetzt hier bei mir im Beispiel verwendet habe, habe ich euch jetzt hier per ZIP-Datei einfach nochmal zusammengepackt. Könnt ihr einfach runterladen und dann in euren Lasercutter reinhauen. Das ist jetzt hier für 3 mm Material. Also ich habe 3 mm Material verwendet. Ich muss allerdings sagen, dass ich glaube, dass das Material eigentlich, also dass die Zeichnungen eigentlich für 2 oder 2,5 mm oder sowas Material gedacht ist. Es hat die meiste Zeit funktioniert, das zusammenzubauen. Ich habe hin und wieder mit dem Cutter hier und da nochmal ein paar kleine Anpassungen gemacht. Aber es hat größtenteils mit 3 mm Material funktioniert. Aber ich möchte euch, wie gesagt, dazu sagen, die Zeichnungen sind, glaube ich, für 2 oder 2,5 mm Material gedacht. Funktioniert aber auch so, ne? Dann hier natürlich die Werkzeuge, also ich habe quasi einmal den Lasercutter habe ich hier verwendet als Alternative, weil eben das Gerät ist eher, sag ich mal, für den Education-Bereich oder so oder für Startups etc. pp. Vielleicht eher geeignet. Das Ding kostet halt um die 5.400 Euro und da gibt es für den Hobby-Bereich, da sind ein paar Sachen zu berücksichtigen, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, eventuell, aber halt eben günstiger, den K40 Lasercutter, der kostet anstatt 5.400 Euro 400 Euro. Aber da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Dinge noch in Sachen Sicherheit zu berücksichtigen. Also da muss man wirklich Abstriche machen. Allerdings funktioniert das von der Leistung her. Es hat, sind beides 40 Watt Laser. Da muss man dann einfach mal gucken. Beides 40 Watt CO2 Laser. Wie gesagt, ne, schaut da einfach mal, was für euch eher passend ist. Dann habe ich natürlich noch ein Multifunktions-Drill-Tool verwendet. Kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Das ist hier so ein Gerät. Da kann ich einfach vorne verschiedene Bits reinsetzen, um halt eben... hier gab es diesen ganzen Bitkoffer mit dabei, um halt eben die Bohrungen zu machen etc. pp. Ne, dafür ist es halt ganz gut. Und natürlich ein Lötkolben. Ich kann euch wirklich den TS100 Lötkolben empfehlen. Mega geiles Teil, funktioniert einwandfrei. Und dann hier das Material hier, wie gesagt, Multiplex, Birke, 3 mm, 50x30 Platten sind das, Pronal Holzleim, habe ich euch gerade schon gezeigt, WS2812, LEDs, Raspberry Pi 4 Modell B, Node MCU, hier das Waveshare 2 Zoll Display, aber da gibt es wie gesagt auch andere Displays noch, wir können ja mal ganz kurz auf Amazon gehen, das 2 Zoll Display kostet hier gerade 12,95 Euro, hier habe ich auch so ein kleines Video schon mal gemacht, genau hier seht ihr schon mal den, die Miniatur Küche, so ein paar Sachen habe ich hier von den Instagram-Posts auf dem Zweitkanal sogar schon zusammengeschnitten und hochgeladen. Genau, hier habe ich den Spiegel geschnitten und ich wollte euch aber eigentlich ganz kurz den, genau hier haben wir das Kabel durchgemacht, seht ihr gleich auch noch. Hier der Ofen, der leuchtet auch richtig, das funktioniert. Ich wollte euch allerdings den Fernseher zeigen, genau hier seht ihr das Display in Aktion. Aber mir geht es darum, genau hier habe ich quasi noch den Fernseher einfach so drumherum gebaut und das Display halt eben von hinten dann dran gemacht, das halt quasi miteinander verbunden und so, dass das halt so passend ist und so war quasi, so sah das dann aus. Genau, aber wie gesagt, 12,95 Euro das hier. Ihr könnt aber, wenn ihr hier auf Amazon direkt draufklickt, also wenn ihr quasi über Deal Heroes hier draufklickt, dann kommt ihr hier zu Amazon. Hier, wie gesagt, es gibt noch ein 1,44 Zoll Display, 1,3 Zoll, nochmal 1,3 Zoll, aber halt anders. 1,3 und hier nochmal 1,23 Zoll. Es gibt hier, wie gesagt, verschiedene Module. Könnt ihr halt eben gucken, was für euch passend ist. Ich finde das 2 Zoll Modul irgendwie am besten. Hat halt, wie gesagt, auch 320 x 240 Pixel. Ne? Passt, finde ich, her vom Ding her. Und ist okay. Ne? So. Dann, ja, hier wie gesagt noch den SG90 Micro Servo Motor.
Dann hier HDMI Capture Cards. Das ist auch vielleicht wichtig zu erwähnen. Ich habe jetzt hier im Video das Gerät hier verwendet. Kostet hier aktuell 9,84 €. Müsst ihr aber hier immer mal gucken. Ne? Das gibt es hier sowohl bei Amazon als auch bei GBS, Banggood, AliExpress. AliExpress ist halt immer so eine Sache. Das dauert länger, bis es da ist. Eventuell kommen noch Zollgebühren drauf und so. Bei Amazon ist es halt ein bisschen easier meistens. Ich versuche auch die Links immer aktuell zu halten. Und hier könnt ihr quasi immer einfach draufklicken. Hier ist, wie gesagt, 13,33 € für so eine Capture Card. Und das ist absolut in Ordnung. Und das funktioniert aber genauso wie halt eben auch das hier. Und das ist sogar aktuell hier 10,91 €. Da können wir auch mal gucken. Bei Amazon aktuell 14,99 €. Aktuell aber hier nicht mehr der aktuelle Link. Ich werde das aber hier nochmal aktualisieren. Eventuell wird es das hier dann werden. Das ist genau dasselbe Gerät. 21,49 €. Aber ich werde das halt immer gucken. Ich prüfe das vorher, dass es auch immer dieselben Gerätschaften sind und so. Und dann könnt ihr hier einfach im Preisvergleich schauen, wo ihr das quasi euch bestellen möchtet. Aber auf jeden Fall sind das günstige Capture Cards, die sich für solch ein Projekt mega gut eignen. Dann natürlich ein Amazon Fire TV Stick, falls ihr noch keinen da habt. Ne? Dann hier, das hier fand ich auch mega, mega gut. Und zwar so ein Litzendraht, also das sind hier 7 verschiedene Farben, damit habe ich das hier quasi komplett zusammengelötet, weil dann kann man halt immer wirklich dieselbe Farbe für dasselbe Signal nehmen, ne? Zum Beispiel immer Ground als weiß oder immer VCC, also 3,3 Volt immer als rot oder ne, gelb als Datenkabel oder. Ne? Das könnt ihr quasi in den Farben machen, wie euch das beliebt, und ich finde 20,99 € dafür, dass ihr 7 x 9 Meter habt, ist vollkommen in Ordnung. Man kann das hier oben auch so schön aus der Spule rausziehen, aus dem Karton rausziehen, ist top. Und das hier waren die Spiegelfliesen, wo ich halt, ne, diese 2 mm Spiegelfliesen, wo ich dann auch für den Spiegel, also für den Schminktisch, so quasi ein Dings in der Mitte ausgeschnitten habe. War ich mega stolz drauf, wie gesagt. Dann geht es natürlich um die Räume zu bauen. Habe ich euch eben ja schon mal so ein bisschen kleinen Zeitraffer zusammengeschnitten. Da hat mir der Tobi halt auch ein bisschen bei geholfen, hier die Dinger alle zusammenzuleimen, zusammenzukleben. Ne? Hier seht ihr gerade noch diesen Schminktisch und so. Hier haben wir das Schlafzimmer so ein bisschen schematisch. Und das ist hier natürlich der Holzleim, alles schön am Zusammenkleben. Hier habt ihr nochmal so ein Bild von dem Spiegel. Und ja, wie gesagt, der Grundbau ist einfach erstmal ganz normaler Modellbau. Da ist quasi Kreativität gefragt, wie ihr eure Räume gestaltet. Für die Raumgestaltung kann ich euch eventuell noch hier empfehlen, dieses Maker Case zu verwenden. Da könnt ihr hier die Größe einfach hier in Millimeter einfach die Größe eingeben. Könnt hier das vielleicht noch gezinkt oder sowas machen und dann lasst ihr halt einfach ein paar Seitenwände weg oder bearbeitet euch das noch, dass ihr diese Zinken vorne halt eben nicht mehr habt, wie ich das auch gemacht habe. Deswegen sind ja die Dings bei mir glatt und so. Und dann könnt ihr euch die Räume so gestalten, wie euch das beliebt. Ne? Sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dann habe ich hier als nächsten Punkt Alexa steuerbare LEDs Beleuchtung mit WS2812. Genau. Da habe ich halt hier einfach auf das alte Tutorial von mir schon mal verwiesen mit der Statusanzeige. Hier Statusanzeige mit IO Broker. So sah das Ganze hier damals aus. Könnt euch das Video hier gerne auch nochmal angucken. Auch hier habe ich das Ganze mit einer NodeMCU umgesetzt. Genau, nur dass wir halt damals hier eben so ein, hier diese ganzen WS2812 LEDs dahinter haben und dann hier vorne quasi ein Blatt Papier drüber gelegt haben, wo dann was draufsteht, wo dann die LED, ne, je nachdem, was für ein Status erreicht wurde oder was für ein Status erfüllt ist, in der bestimmten Farbe geleuchtet hat. Und hier geht es jetzt einfach darum, dass wir halt eben diese LEDs als Lampen verwendet haben in unserem Miniatur-Smart Home. Das seht ihr hier oben, ne? Hier haben wir eine, da haben wir eine unterm Bett, hier das, der Ofen, hier unter dem Hängeschrank, hier ist eine Lampe. Ja, also diese ganzen Lampen können quasi alle genau auf dieselbe Art und Weise auch über den IO Broker angesteuert werden. Und das erkläre ich halt hier in dem nochmal so ein bisschen ausführlicher, aber jetzt oberflächlich erkläre ich euch das auch hier dran einfach nochmal. Und zwar muss man halt erstmal hier, wie gesagt, Löcher bohren, habe ich erstmal ganz normal gemacht. Dann halt eben die einzelnen WS2812 habe ich quasi alle in lauter Einzeldinger geschnitten, sodass ich quasi jede LED einzeln habe mit quasi diesen Kupferpads davor und danach, dass ich dort eben Kabel dran löten konnte, was ich euch eben gezeigt habe, das war aus der Spule. Dann habe ich quasi jetzt hier in meinem Fall braun, grün und weiß verwendet.
und habe quasi immer dieselben Farben für denselben Kontakt verwendet, damit ich es hinterher auch immer wieder richtig zusammenlöte auf der Rückseite. Weil ich habe es zwar erstmal aufgetrennt, aber auf der Rückseite habe ich das Ganze dann wieder ganz normal in Reihe geschaltet, also in Reihe miteinander die Kabel so verlötet, als ob quasi der LED-Stripe noch am Stück wäre. Ne? Nur quasi dann halt verlängert zwischen den einzelnen LEDs. Habe mir das aber quasi schon vorher immer so geguckt, okay, wie viel Kabel brauche ich links, wie viel Kabel brauche ich rechts, dass ich quasi immer wieder zur nächsten LED kam und habe das schon vorab dran gelötet, habe dann die Löcher gebohrt, habe dann die Kabel hier durchgesteckt und habe dann quasi hier hinten diesen kleinen Klebedings habe ich abgemacht, dass das hier dann einfach perfekt drauf gebapscht war. Ne? Ich habe mir das vorher so ein bisschen angezeichnet, dass es da auf jeden Fall nicht zu Komplikationen kommen kann. Und dann hat das super funktioniert. Genau, dann wie gesagt hinten ganz normal einfach wieder miteinander verlötet. Auch beim Bett und so habe ich das ähnlich gemacht und beim Ofen, nur dass ich quasi da das, die LED schon in das Modell reingemacht habe, dort quasi auch hinten Löcher reingemacht habe, dass da das Kabel durchgesteckt wurde, dann in das Modell reingeklebt und dann quasi in der Wand hinten, dort wo das, der Ofen oder das Bett zum Beispiel jetzt hingekommen ist, auch nochmal Löcher in die Wand und das da auch nochmal durchgezogen. Ne, dass das quasi auf der Rückseite zusammengeführt wird. Und dann einfach alles miteinander verschaltet, verwaltet. Tasmota ist da natürlich auch drauf. Und hier müsst ihr quasi einfach hergehen. Ich gehe jetzt hier mal ganz kurz in die Einstellungen und zeige euch das Ganze hier. Configure Module. Hier müsst ihr quasi auch das Ganze einfach auf Generic 18 stellen wieder. Ne? Und dann hier in meinem Fall habe ich jetzt quasi D3, also GPIO 0 verwendet und da das Ganze auf WS 2812 gestellt. Und viel mehr muss man da im Grunde genommen auch schon gar nicht machen. Hier könnten wir jetzt im Grunde genommen hier schon über On-Off oder hier die einzelnen Farben auch das ganze Modell schon steuern. Wir können aber auch die einzelnen LEDs ansteuern. Das habe ich hier zum Beispiel über den I/O-Broker gemacht und zwar hier Miniatur Hintergrund. Also ich habe quasi hier hinten auch noch mal ein Licht, damit ich, ne, wenn jetzt quasi alles an Licht sonst aus wäre, ich hier hinten meine Technik auch sehen kann. Deswegen ist die erste LED eben nicht eine von denen, die man vorne beim Modell sehen kann, sondern die erste LED ist tatsächlich hier hinten, um den Technikraum sozusagen zu beleuchten. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel dann die IP-Adresse von Tasmota. Also ihr habt jetzt hier eben gesehen, hier mit der 117, das ist quasi unser Licht von dem Miniatur Smart Home. Und das wird dann hier einfach angesteuert mit LED 1. Das ist die erste LED in der Kette, die in der Reihe geschaltet ist, LED 1. Und dann hier quasi mit 255, 255, 255. Ne, das hier sind die verschiedenen Werte, wo wir dann eben verschiedene Sachen einstellen können. Und dann hier quasi 000 ist dann immer aus. Ne? Quasi, wenn es eingeschaltet wird, dann soll hier das gesendet werden. Und wenn es ausgeschaltet wird, das Hintergrundlicht, dann soll das hier gesendet werden. Also aus. Ne? Das funktioniert ganz normal über Alexa. Ich habe halt vorher hier ein Objekt angelegt mit dem Namen Miniatur Hintergrund und dann hier Miniatur Wohnzimmerlicht, Miniatur Herd. Also ich habe quasi all diese Objekte angelegt. Ich kann euch das mal eben ganz kurz zeigen. Aber auch das habe ich, wie gesagt, in einem anderen Tutorial noch etwas ausführlicher erklärt. Ich zeige es euch aber trotzdem mal ganz kurz, damit ihr das einfach nachvollziehen könnt, weil eben genau diese Objekte werden hier in dem Blockly-Skript verwendet. Gehen wir mal ganz kurz hier raus. Und dann hier oben bei, nicht bei NQTT, sondern bei Sonoff müsste das irgendwo sein. Genau hier, Sonoff. Und dann haben wir hier die verschiedenen Sachen. Miniatur Smart Home. Das ist quasi unser Objekt. Und dann habe ich hier, also das ist quasi unsere Node-MCU, Miniatur Smart Home. Hier kann man die ganzen einzelnen Sachen auch so schon einstellen. Aber hier habe ich quasi diese Objekte manuell erzeugt. Miniatur Bett, Miniatur Herd. Miniatur Hintergrund, Küchenlicht, Küchenschrank, Schlafzimmerlicht, Wohnzimmerlicht und so weiter. Ich kann da ja mal ganz kurz auch in die Einstellung von dem Objekt reingehen, weil das ist auch wichtig, dass wir hier als Zustandstyp Objekt haben und als Role State. Und hier bei den Objektdaten könnt ihr auch nochmal genau schauen, wie das hier aufgebaut ist vom Ding her, dass ihr das dann quasi ähnlich habt. Ne? Könnt ihr ja kurz Standbild machen, falls das bei euch durch, wenn ihr manuell ein Objekt erzeugt, anders irgendwie kommt, ne, dann könnt ihr es dann so nachmachen. Mal, Objekte anlegen könnt ihr hier oben mit diesem Plus. Ihr müsst allerdings erst hier den Expertenmodus einschalten und dann könnt ihr hier auf das Plus klicken, um ein Objekt zu erzeugen. Natürlich geht man aber meistens so oben erst auf den Ordner drauf, um quasi in diesem Ordner ein Objekt zu erzeugen, dann hier oben auf das Plus und dann kann man alle weiteren Parameter dort eingeben. Und dann verwendet man diese Objekte einfach hier, ne, um das Ganze
hier, wenn das geändert wurde oder aktualisiert wurde, könnt ihr machen, ne? Dass dann das mit wahr geschaltet, also wenn das mit wahr geschaltet wird über Alexa, dann wird das zum Beispiel hier per URL-Request dorthin geschickt. Und dann könnt ihr im späteren einfach die Objekte, also die Namen, die, also von den Sachen, die ihr angelegt habt, könnt ihr das Ganze einfach hier über die entsprechende IoT-Instanz hinzufügen, hier bei Alexa-Geräte, einfach dann hier auf Plus, dann das Objekt, was ihr manuell angelegt habt, hier hinzufügen, einen Namen vergeben, das Ganze speichern und dann quasi Alexa nach neuen Geräten suchen lassen. Und dann wird quasi werden eure Geräte, wie jetzt hier in meinem Fall Miniatur, Wohnzimmerlicht und so, werden dann erkannt in Alexa. Und ihr könnt dann sagen, schalte Miniatur Wohnzimmerlicht ein. Dann, ne, wird hier der Parameter wahr getriggert. Also wird quasi die URL mit eben diesem Command hier angesprochen. Und wenn ich sage, schalte Miniatur Wohnzimmerlicht aus, dann wird quasi hier diese Parameter hier hinten übergeben. Obla. Dann werden diese Parameter hier übergeben, also mit 000, also quasi das Ganze wieder. Die jeweilige LED, jetzt hier in dem Fall die LED 2, ausgeschaltet. Ne, so viel zu dieser Erklärung, wie das hier funktioniert. Ist aber wie gesagt relativ simpel. Schaut euch das andere Video nochmal an, das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Miniatur TV mit Amazon Fire TV Stick, Raspberry Pi plus Capture Card plus ST7789V Display. Ne? Hier haben wir quasi wieder das, was ich eben euch auch gezeigt habe, das Waveshare Display, wie gesagt, in meinem Fall 2 Zoll. Und ich habe euch hier auch noch ein kleines Bild mit dazu gepackt, dass ihr wisst, wo ihr was. Also hier ist als Beispiel das 1,54 Zoll Display, aber das ist egal, weil die haben alle die gleichen Verbindungsanschlüsse, also VCC, Ground, DIN, CLK, CS, DC, RST und BL. Die Anschlüsse sind immer gleich. Und da könnt ihr jetzt hier quasi dann einfach schauen, wo auf welchen Pin vom Raspberry Pi 4 Modell B das Ganze angeschlossen wird. Für die Leute, die ja noch wissen wollen, an welche Pins sie das da anschließen. Hier drunter nochmal die andere Grafik, wo ihr sehen könnt, welcher Pin, was da quasi dahinter steht. Und hier oben kann man zum Beispiel sehen, dass das Display jetzt hier in dem Fall VCC mit 5 Volt versorgt wird und hier oben Ground. Ja, 5 Volt und Ground haben wir quasi hier oben abgenommen. Und jetzt ist es aber bei manchen so, zum Beispiel bei dem Kit, was ich hatte, dass hier oben in der Ecke hauptsächlich dann auch an dieses 5 Volt und an dieses Ground der Lüfter für das Ganze hier eben drankommt. Und dann könnt ihr hier einfach in den Schematics einfach mal genau gucken, wo ihr vielleicht einen weiteren 5-Volt-Pin habt. Denn wenn ihr zum Beispiel jetzt den 5-Volt-Pin und den Ground-Pin für den Lüfter verwendet, dann könnt ihr hier oben den 5-Volt-Pin zum Beispiel noch verwenden, um das Display damit zu betreiben. Ne, als Beispiel. Und wenn ihr, also ihr müsst auch nicht zwingend diesen Ground-Pin jetzt hier für den Display verwenden. Ihr könnt auch den hier verwenden oder den oder den oder den oder den oder den oder den. Es gibt hier ganz viele Ground-Pins. Und nur bei den anderen Verbindungen, da sind viele Sachen halt eben wichtig, wo was dran angeschlossen wird. Deswegen haltet euch da am besten dran. Genau. Und hier halt eben nochmal als komplettes Setup für für den Miniatur-TV habe ich euch auch nochmal eine Grafik zusammengebastelt. Und zwar, ihr habt das ja auch eben schon vorne in der Totalen gesehen. Ich habe hier so einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher. Der ist jetzt relativ leise. Absichtlich habe ich jetzt da so einen leisen genommen. Der läuft auch im Hintergrund. Vielleicht habt ihr das hin und wieder mal zwischendurch gehört. Ihr könnt da natürlich richtig fette Bluetooth-Boxen oder sonst was dranhämmern. Ist direkt verbunden mit Bluetooth mit dem Amazon Fire TV Stick, ne? Weil ich da halt eben, zwar wird das HDMI-Signal hier auch mit reingecaptured, aber gleichzeitig hier über den Raspberry Pi die Bildwiedergabe und die Tonwiedergabe zu machen, das ist ein bisschen laggy. Deswegen habe ich den Ton direkt vom Fire TV Stick per Bluetooth auf den Bluetooth-Lautsprecher gepackt. Außerdem sah das so in der Totalen mit so auf diesem grünen Rasen da vorne das Ding hinzustellen, fand ich sah schön aus. Dann haben wir hier, wie gesagt, in dem Beispiel diese Capture Card jetzt verwendet. Mit der anderen Capture Card funktioniert es genauso. Die andere Capture Card hat vielleicht noch den Vorteil, dass man hier so ein kleines Kabelchen dran hat und hier halt eben sich nicht die Ports verbaut mit diesem dicken Brecher. Man kann aber einfach bei der Capture Card so eine kleine USB-Verlängerung verwenden und dann hat man hier auch die Ports weiterhin noch frei. Für zum Beispiel, ja, ich habe hier so eine, das wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen. Ich gucke, dass ich euch das auch noch irgendwo verlinken kann. Das ist so eine Miniatur-Maus-Tastatur in einem, ne? Kann ich hier quasi Tastatur ganz normal, auch mit Enter, und hier unten habe ich so ein Mauspad und so. Das hat einfach so einen kleinen Dongle noch mit dran, der dann quasi im Raspberry Pi drin steckt, und dann kann ich das als Tastatur und Maus so direkt verwenden.
Ist ganz cool, um das halt ja, handlich zu haben. Dann halt hier einmal Strom am Raspberry Pi, Strom am Fire TV Stick. Und dann hier oben seht ihr halt, ne, wie der Monitor noch angeschlossen ist. Hier sieht man sogar schon in der Vorschau den Homescreen von Amazon Fire TV. Das habe ich euch hier schon gezeigt. Und quasi, ne, so symbolisch die Fernbedienung hier darunter. So mit der Fernbedienung kannst du jetzt das, was auf dem Display ist, live steuern. Und das ist auch wirklich live. Also da habt ihr keine Verzögerung drin, nichts. Ist richtig cool. Und auch das Bild und hier das Audio von dem Bluetooth, das ist synchron. Also, ne, wenn da quasi einer klatscht so, dann ist auch mit dem Klatscher ist der Sound auch da, also das ist synchron. Das finde ich, funktioniert out of the box sehr gut. Und das ist erstmal die Verkabelung von dem Ganzen. Wenn ihr die Verkabelung fertig habt, dann könnt ihr euch Raspberry Pi Imager runterladen. Habe ich euch auch hier ein kleines Fotochen mit reingepackt. Hat eben den Vorteil, ihr könnt bei dem Betriebssystem hier einfach Raspberry Pi OS in der neuesten Variante, in der neuesten Version auswählen. Wählt dann eure Micro-SD-Karte, klickt dann hier einmal auf Schreiben und dann wird euch das Image schon komplett auf die SD-Karte drauf gemacht. Ihr zieht allerdings die Micro-SD-Karte noch nicht aus eurem Rechner raus, sondern ihr packt vorher noch, das habe ich euch hier auch als Download, und dann könnt ihr hier einfach draufklicken, dann wird die Datei runtergeladen. Einfach nur SSH heißt die Datei. Sie hat keine Dateiendung, wie ihr hier sehen könnt. Und diese Datei packt ihr einfach noch in das Stammverzeichnis. Also ihr ruft die SD-Karte auf, wo ihr quasi dann mit dem Raspberry Pi Imager das Betriebssystem draufgeschrieben habt. Ihr ruft diese SD-Karte auf und da in dieses Hauptverzeichnis von der SD-Karte packt ihr diese Datei SSH ohne eine Dateiendung noch mit rein. Dadurch wird beim ersten Booten von eurem Raspberry Pi, wenn ihr die Micro-SD-Karte in den Pi reinschiebt, nämlich eben der SSH-Zugang direkt freigeschaltet, was den Vorteil halt eben bietet, dass ihr direkt über PuTTY, auch hier die Software habe ich euch verlinkt, könnt ihr runterladen und installieren, dass ihr euch über PuTTY direkt auf den Raspberry Pi aufschalten könnt. Mit der IP-Adresse vom Raspberry Pi, die findet ihr ganz normal über die Fritzbox zum Beispiel raus, also über euren Router könnt ihr die halt eben rausfinden und dann mit den Standardbenutzernamen Pi und Raspberry, auch die könnt ihr später ändern, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann ist halt eben nur das erste Wichtige, dass ihr halt einmal sudo apt-get-update und sudo apt-get-upgrade ausführt, um den Pi auf den neuesten Stand zu bringen. Und dann ist das erste im Grunde genommen, was ihr einfach nur direkt macht, ist XRDP zu installieren, um per Remote Desktop auf euren Raspberry Pi zugreifen zu können. Dafür habt ihr hier, wenn ihr einfach hier unten in Windows Remote einfach zum Beispiel mal eingibt, dann habt ihr hier oben Remote Desktop Verbindung, ist standardmäßig auf Windows schon installiert. Dort gebt ihr dann einfach die IP-Adresse ein von eurem Raspberry Pi. In meinem Fall ist es 192.168.178. Hier steht jetzt 136. Das war die IP-Adresse, als ich das Ganze noch über LAN verbunden hatte. Ich habe das Ganze später noch über WLAN verbunden. Also das Ganze geht auch kabellos. Also mit kabellosem Internet, also WLAN. Und dann habe ich halt die 137 gehabt und da habe ich mich jetzt auch hier schon aufgeschaltet. So, jetzt bin ich hier quasi auf dem gleichen Raspberry Pi aufgeschaltet, der hier hinter mir halt auch den Miniaturfernseher schon ansteuert. Und jetzt kann ich hier oben einfach auf das LX Terminal klicken, um mir quasi hier die Kommandozeile zu holen. Und hier kann man jetzt quasi dann die ganzen Befehle eingeben, die jetzt hier folgen. Macht auch wirklich Sinn, das hier über diese Remote-Desktop-Verbindung zu machen, weil ihr dann halt auch später die, das Display, also das, was die Capture Card euch sozusagen ausspuckt, auch hier angezeigt bekommt. Ich gehe das jetzt Ganze, wie gesagt, einfach mal kurz schematisch durch. Ich brauche die Befehle aber nicht mehr einzugeben, weil ich das bei mir schon gemacht habe. Ich erkläre euch nur ganz kurz, was die Befehle bedeuten. Also als erstes hier die V4L Utils, sind glaube ich irgendwelche Treiber oder so, frag mich nicht, ist auf jeden Fall was man installieren muss. Und dann kann man hier eben mit diesem Befehl, den können wir ganz kurz auch mal eingeben, beziehungsweise eingeben brauchen wir nicht. Ich hab das quasi alles schon im Vorfeld eingegeben, um die entsprechenden Screenshots zu machen, um euch das zu zeigen. Dann werden einem nämlich die Devices aufgelistet. Sieht dann so hier aus. Das heißt, ihr gebt quasi diesen Befehl ein, ne? List Devices mit hier V4 und so weiter. Könnt ihr einfach alles copy-pasten und dann kriegen wir hier unten UVC-Kamera angezeigt, USB-Video, hier mit Dev, also Device Video 0 oder Device Video 1. Also ich glaube sogar, dass theoretisch beides funktionieren würde, aber wenn ihr das Setup genauso aufbaut wie ich, nehmt einfach immer Video 0, macht ihr nichts verkehrt, funktioniert einfach. Falls das nicht funktioniert, könnt ihr immer noch mit den anderen Devices hier das mal probieren, die hier aufgeführt sind.
Jetzt müssen wir halt eben hier dann noch gucken, mit welchem Format jetzt quasi dieses Videogerät, welche Formate das Videogerät uns liefern kann. In dem Fall hier compressed mit also MJPEG oder halt eben RAW mit UUV 422, was auch immer. Und beides mit den Auflösungen 1920 mal 1080 bis runter jetzt hier in dem Fall auf, wo steht es hier, 640 mal 480. Es geht allerdings auch noch kleiner, werdet ihr sehen, weil später der Befehl, den wir ausführen, ist, glaube ich, sogar von der Auflösung her noch kleiner. Die Auflösungen hier sind dieselben. Ich verwende MJPEG. Ihr könnt verwenden, was ihr möchtet. Ja, genau. Und dann können wir hier im Grunde genommen auch schon mit dem Befehl, den können wir uns hier einfach mal kopieren. Und ihr seht hier von der Auflösung, ich verwende hier 320 mal 240. Und den Befehl gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Es könnte sein, dass jetzt ein bisschen leckt, weil es hinter mir ja auch schon live läuft. Aber ich gebe es jetzt einfach mal so ein. Und dann startet der das hier. Dauert gerade ein bisschen. Ah, es kann auch sein, hier Device or Resource ist busy. Das kann halt sein, dass es sich jetzt eben nicht startet, weil es ja eben schon hier auf dem Hauptdisplay läuft. Aber ich habe euch das Ganze hier ja schon mal gezeigt. Ich mache das Ganze hier einfach mal zu, nicht, dass das jetzt hier irgendwie sich überschneidet, weil ich greife jetzt sozusagen zweimal auf den Raspberry Pi zu. Einmal hier per Remote Desktop und einmal dort drüben auf dem richtigen Pi. Und so würde das Ganze quasi aussehen, wenn ich das Ganze nicht schon hier auf dem richtigen Monitor gestartet hätte, dass man quasi hier das Ganze startet und dann wird hier quasi in der entsprechenden Auflösung 320x240 das Ganze gestartet und mit der Taste F könnt ihr das Ganze dann auch noch in den Fullscreen toggeln, was dann hier jetzt weniger produktiv wäre. Das ist halt eher für den Miniaturfernseher, wenn ihr da halt schon seid, F, dass das Ganze im Fullscreen auch läuft. Und das ist genau die Auflösung, auch das Seitenverhältnis, was eben dieser kleine Monitor leisten kann. Genau, wer hier noch ein bisschen mehr wissen möchte, es gibt da sonst noch ein paar mehr andere Befehle, der kann hier gern einfach mal reinschauen. Hier könnt ihr euch noch ganz viele andere Sachen angucken. Hier kann man das Ganze zum Beispiel auch noch capturen, also mit dem Raspberry Pi das Ganze aufnehmen und so weiter und so fort, was ihr halt eben Bock drauf habt. Dann geht es als nächstes hier darum, eben das Bild von dem Amazon Fire TV Stick, was wir jetzt hier in dieser Instanz erstmal auf den Raspberry Pi draufgebracht haben, von dem Raspberry Pi eben jetzt auf diesen Miniatur-Monitor drauf zu bekommen. Und dafür müssen wir halt einmal hier in die Config gehen und dort quasi ein paar Sachen einstellen. Und zwar müssen wir hier unter Interfacing Options gehen und dann dort auf den Punkt SPI, dann das Ganze enablen, also mit Yes bestätigen. Dann einmal rebooten, also den Raspberry Pi neu starten und dann müssen wir hier ein paar Libraries installieren. Jetzt hier in dem Fall BCM 2835 Libraries, einfach dafür die Befehle alle nacheinander ausführen. Also hiermit wird das Ganze runtergeladen, hier wird das Ganze entpackt, dann gehen wir in die entsprechende Directory, also Change Directory, gehen wir in das Verzeichnis rein, was wir entpackt haben und dann hier in diese Configure-Datei halt eben rein, dann sudo make, dann make check, also nochmal checken, dann make install, dass das Ganze quasi installiert wird und dann nochmal rebooten. Also theoretisch muss man nicht so oft rebooten, wie ich das jetzt hier reingeschrieben habe, aber ich habe das der Einfachheit halber nochmal so mit reingeschrieben. Hat auch den Vorteil, dass ihr immer wieder im Stammverzeichnis landet, sollte zwischendurch das Verzeichnis gewechselt worden sein. Es gibt aber auch zum Beispiel Change Directory und dann so ein geschwungenen Dings, dann kommt ihr immer wieder in das Stammverzeichnis rein. Aber die erfahrenen User unter euch, die können das ja dann so machen, wie, ne, sie möchten. Dann brauchen wir hier noch weitere, diese Wiring Pi Libraries, die werden hiermit installiert für Pi-Systeme, die nach dem Mai 2019 gekommen sind, was fast alle heutzutage sein werden. Ihr müsst halt auch noch diese Sachen, diese Steps hier berücksichtigen. Und dann natürlich die Python-Libraries noch installieren, sowohl 2 als auch 3. Hier habe ich extra dazu geschrieben, Befehle bitte nacheinander eingeben, ne? Also hier oben das mit den Hashtags, das ist einfach nur, dass ihr wisst, das hier ist für Python 2, das hier ist für Python 3. Das ist natürlich kein Befehl. Das hier ist der erste Befehl für Python 2, den ihr eingeben müsst, ne? Dann Enter, dann das hier reinkopieren, Enter, dann das hier reinkopieren, Enter und so weiter und so fort. Und hat halt auch den Vorteil per Remote Desktop, wenn ich jetzt hier quasi was kopiere. Ja, und dann hier per Remote Desktop reingehe und dann hier einfüge, ja, dann ist das hier auch so direkt drin. Also ist halt eben noch ein großer Vorteil, wenn man hier eben headless per Remote Desktop arbeitet, kann ich euch nur empfehlen. Genau, wenn ihr quasi Python 2 und Python 3 auch noch komplett drin habt, dann wieder rebooten. Dann müssen wir hier einmal dieses P7-Zip installieren.
Kommt später sogar auch nochmal die Aufforderung, das zu installieren. Braucht ihr natürlich nur einmal machen, aber als Info. Und dann laden wir uns hier halt eben, ja, das sind hier, wie gesagt, die Beispieldateien direkt von Waveshare. Laden wir uns hier die Beispieldateien runter. Dann entpacken wir hier mit diesem 7-Zip-Kommando diese Beispieldateien, gehen in dieses Verzeichnis rein. Also LCD-Module, Code, Raspberry Pi. Und hier, wenn wir dort drin sind, gehen wir in das, ja, jetzt müssen wir die Codes recompilen. Die sind in dem Verzeichnis C, also hier quasi hier und dann noch weiter in das Verzeichnis C rein. Deswegen hier Change Directory C. Sudo make clean. So, die ganzen Sachen hier eingeben. Und das ist jetzt hier zum Beispiel der Befehl, der eingegeben werden muss für das 2-Zoll-Display. Wenn ihr ein anderes Display verwendet, mit einer anderen Größe, dann müsstet ihr hier einen anderen Befehl eingeben, um euer Testbild zu sehen. Das habe ich auch hier dabei geschrieben. Jetzt sieht man dieses kleine Anime-Mädchen aus auf dem Display. Also das, was man quasi hier oben schon mal irgendwo sieht, genau das hier, das sollte dann auf eurem, also dieses Bild oder vielleicht auch ein anderes, aber bei mir war es auch das Bild, sollte dann ja dort kurz angezeigt werden, beziehungsweise auch ein bisschen länger angezeigt werden, dass ihr halt eben seht, ah, okay, das Display wird jetzt richtig angesprochen. Mit dem Befehl kann ich jetzt hier so ein Testbild starten und das funktioniert. Dann geht es natürlich in den nächsten Schritt darum, diese FBCP Transplant zu machen, also dass das Live-Bild von dem Raspberry Pi, was wir jetzt hier quasi auch im Remote Desktop angezeigt bekommen, dass dieses Bild eben auch live auf den Monitor gesendet werden kann. Und dafür müssen wir halt hier noch so ein paar Sachen installieren, also CMake. Und das ist hier eben der Befehl, den ich meinte. Damit kommen wir in das Stammverzeichnis wieder zurück. Dann werden hier von Waveshare diese FBCP-Sachen runtergeladen. Dann hier, wie gesagt, nochmal dieses P7 installiert, aber braucht ihr eigentlich nicht, weil ist ja schon, aber ich habe es trotzdem nochmal mit aufgeführt, falls ihr das oben vergessen habt oder so. Dann wird das Ganze hier mit diesem 7-Zip-Kommando wieder entpackt. Dann gehen wir in das entpackte Verzeichnis rein. Dann erstellen wir den Ordner Build. Dann wechseln wir in das Verzeichnis Build rein, was wir erstellt haben. Und jetzt hier auch wieder die Einstellungen sind für das 2-Zoll-Display. Könnt ihr einfach copy und pasten. Je nachdem, ihr den 2,4 Zoll oder ein anderes Display habt, müsst ihr hier andere Einstellungen machen. Dann das hier und dann das hier. Und dann geht es quasi hier in dem Part darum. Und der Befehl, das kann halt bei manchen ein bisschen zu Problemen führen, weil ihr seht hier, dass wir quasi das Verzeichnis, also Copy, den Inhalt des Verzeichnisses FB, CP, ILI, bla 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 und so weiter, soll hier nach User Local Bin in die Datei FB. BCP reinkopiert werden. Das kann bei manchen Leuten zu Problemen führen, ist aber nicht so schlimm. Ich habe quasi eine Alternativlösung für euch. Aber es kommt halt eben noch ein Punkt dazu, weil hier sind wir in dem Ordner FBCPILI und so weiter. Aber hier oben haben wir ja den Ordner Waveshare-FBCP entpackt. Also es kann sein, dass eben, ja, ich habe halt da so ein bisschen rumprobiert mit ein paar verschiedenen Paketen. Es kann sein, dass bei euch eben nicht in das Verzeichnis FBCPILI bla 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 reingegangen werden muss, sondern in das Verzeichnis Waveshare-FBCP und so weiter. Ja? Und hier heißt dann die Datei, bei Waveshare heißt die Datei auch nicht FBCPILI 9341, sondern einfach nur FBCP. Das heißt, hier müsst ihr die quasi Waveshare bla bla bla, dann FBCP und dann wieder Leerzeichen User Local Bin FBCP. Dorthin kopieren. Ne? Aber wie gesagt, ich habe auch noch eine Alternativlösung für euch, die kommt hier gleich hier unten. Es geht hier dabei nur darum, dass das Ganze beim Start direkt ausgeführt wird, dass quasi mit dem Start des Raspberry Pis der Monitor, also der kleine Miniaturdisplay, automatisch mitstartet. Dafür müssen wir nämlich die mit sudo nano, nano ist quasi unser Texteditor, die RC-Local-Datei einmal öffnen und da ein paar Anpassungen machen. Zum Beispiel, wenn das hier oben funktioniert hat, dann müsst ihr dort vor dem Exit 0 eben entsprechend FBCP und dann Leerzeichen und. Dieses Leerzeichen und ist sehr wichtig, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann quasi einfach mit Steuerung O Enter, dann wird das Ganze gespeichert und dann Steuerung X und dann wieder Enter, um die Datei wieder zu verlassen. Hier ist die Alternative. Habe ich euch hier auch auf einem Bild direkt vorbereitet. So habe ich das hier umgesetzt. Also hier zwischen dem FI und dem Exit 0 habe ich hier sudo home slash pi slash fbcp ili build fcb fbcp bla 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 und.
Und dann noch hier den zweiten Befehl. Den zweiten Befehl hätte ich theoretisch einfach weglassen können. Da, ihr seht auch, hier habe ich die größere Auflösung und sowas verwendet und so. Also eigentlich macht das zweite hier gar nicht mehr unbedingt was. Ich habe es einfach trotzdem nochmal mit dazu geschrieben. Ihr seht hier auch, Framerate habe ich hier auf 30 gestellt, obwohl ich sie eigentlich bei dem Miniaturdisplay auf 60 stehen habe. Und das funktioniert auch. Aber ja, habe ich hier einfach nochmal mit dabei geschrieben. War zum Testen. Könnt ihr mit reinschreiben, müsst ihr aber nicht, ist nicht so wichtig. Genau. Wichtig ist halt hier die obere Reihe. Und wenn ihr das quasi so macht, könnt ihr auch direkt über das Home-Verzeichnis reingehen, ne? Das automatisch mit gestartet wird beim Booten. Und dann müsst ihr noch die Config-Datei, in die Config-Datei einfach rein, auch Boot-Config-Datei-Text. Und hier müsst ihr für das 2-Zoll-Display, habe ich auch die entsprechenden Einstellungen hier schon zusammengepackt, diese Sachen hier einfügen. Und zwar bei Uncomment HDMI-Display und so weiter. Könnt ihr hier oben lesen. Hier, Uncomment if HDMI-Display is not detected, bla bla bla. Und da müsst ihr diese Sachen hier einfügen, ne? Wichtig jetzt eben für das 2-Zoll-Display HDMI CVT, ja genau, 640, Leerzeichen 480, Leerzeichen 60, das sind die Bilder pro Sekunde, Leerzeichen 1, Leerzeichen 0, Leerzeichen 0, Leerzeichen 0 und so weiter. Diese ganzen Sachen, Display Rotate etc. pp. Genau. Bei Display Rotate könntet ihr rein theoretisch auch noch 1 reinschreiben. Das ist halt je nachdem, ne, ob das Display so oder so. Ich glaube 2, es gibt verschiedene Nummern, falls ihr das Display irgendwie in einer bestimmten Ausrichtung haben möchtet. Man kann es zum Beispiel auch hochkant machen, wenn man das möchte. Soweit ich weiß. Mit den Kommandos haben wir nämlich schon mal bei dem Smart Mirror ein bisschen rumgearbeitet. Dann natürlich auch hier wieder für den Pi 4 Modell B müsst ihr hier unten bei Pi 4 noch was ändern. Auch das habe ich euch hier in einem Bild gezeigt. Pi 4, hier müsst ihr hier unten noch Max Framerate Buffers auf 2 stellen und hier oben dieses, ja, das muss halt hier so aussehen. Könnt ihr einfach im Grunde genommen auch hierher gehen und das Ganze dann hier aus der Command-Zeile copy und pasten. Dann habt ihr da, seid ihr auf jeden Fall auf der richtig sicheren Seite. Dann einmal rebooten und dann sollte direkt mit dem Reboot einfach schon der Display im normalen Desktop-Modus starten. Und ihr seht quasi hier auf dem Desktop, sehen wir jetzt dasselbe, wie wenn wir jetzt per Remote Desktop verbunden sind. Das ist genau unser Display und das ist auch genau das, was wir wollen erstmal. Und aus diesem Standpunkt raus geht es jetzt einfach darum, das Bild, was wir ja eben per Capture Card schon auf den Pi gebracht haben, jetzt hier in Fullscreen anzuzeigen. Dafür können wir einfach wieder hier diesen Befehl eingeben. Wie gesagt, funktioniert jetzt nicht, weil es da hinten schon live läuft. Aber den Befehl quasi hier wieder live eingeben in dem LX-Terminal oben. Und dann habe ich hier sogar auch euch noch erklärt, dass ihr den Befehl nur ein einziges Mal hier eingeben müsst in der Kommandozeile. Danach könnt ihr einfach auf die Pfeiltaste nach oben gehen. Dann wird quasi der letzte Befehl geladen. Dann Enter drücken und dann funktioniert das. Ja? Also ich mache das jetzt hier einfach nochmal so, dass ich euch das einfach mal ganz kurz zeige. So, wir gehen hier rein. Es leckt natürlich jetzt ein bisschen, weil ich, wie gesagt, doppelt auf den Raspberry Pi drauf zugreife. Ich füge das jetzt hier mal ganz kurz ein, drücke Enter. Wird jetzt, wie gesagt, nichts passieren, weil es eben schon drüben läuft. Deswegen läuft hier auch nichts. Und hier sagt er auch Device or Resource Busy, ja, weil der ist schon hier am Machen. Aber ich habe jetzt den Befehl trotzdem eingegeben. Jetzt kann ich einfach Pfeiltasten nach oben drücken und der letzte Befehl, den ich hier eben eingegeben habe, wird hier direkt nochmal geladen und ich kann quasi wieder nach oben und dann wieder Enter drücken und dann funktioniert das, dass ihr da Bescheid wisst, ne? Das müsst ihr nicht jedes Mal komplett neu eintippen. Und dann hier ganz kurz mit der Taste F könnt ihr das Ganze dann in den Fullscreen toggeln. Habe ich hier drüben auch, wie gesagt, schon gemacht. Das Ganze ist da schon im Fullscreen. Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, sieht das am Ende so hier aus. Und ihr könnt dann ganz normal mit der Fernbedienung vom Fire TV Stick alles hier ganz normal steuern. Man muss ein bisschen genauer hingucken, weil es halt eben viel kleiner ist, aber es funktioniert mit der Navigation. Ich habe es sogar über diese kleine Navigation geschafft, in die Einstellung zu gehen und hier hinten den Bluetooth-Lautsprecher noch zu verbinden, dass der Ton da rauskommt. Also es hat wirklich super funktioniert, kann ich mich nicht beklagen. Ne? Und wer hier noch weitere Sachen wissen möchte, habe ich hier auch nochmal das Wiki von Waveshare direkt verlinkt, falls ihr eben halt kein 2-Zoll-Display verwendet, sondern ne, ein größeres hier unten. Das könnt ihr es auch euch dann genau nochmal durchlesen. Hier oben, so sieht das quasi aus für die Interface bei SPI, was man einstellen muss, was ich euch alles eben erklärt habe. Und hier unten seht ihr die Einstellungen zum Beispiel für ein 1,8-Zoll-Display, für ein 1,54, für ein 1,3, für ein 2,4. Also hier seht ihr die ganzen anderen Einstellungen, die ihr für die anderen Display-Module eventuell dann noch verwenden könntet, wenn ihr die habt. Genau, dann zum Staubsaugerroboter. Ja, da war ich halt auch mega, mega stolz drauf. Hier oben, dass das kleine Ding da fahren kann. Hier der kleine Puck. Auch da, die Idee kam mir ja eigentlich beim Rumspielen so ein bisschen.
Weil ich ein bisschen mit Neodym-Magneten rumgespielt habe, habe ich euch ja auch so ein bisschen erklärt und es erschien mir logisch, das dann halt hier mit so einem kleinen Servomotor zu machen. Auch hierfür verwende ich wieder eine Nord-MCU mit Tasmota geflasht und dann hier quasi ein SG90. Hier oben das gelbe ist Signal, das rote ist VCC, also 3,3 Volt. Und das schwarze hier unten oder braune, das ist Ground, dass ihr quasi die Verkabelung direkt wisst. Macht das bitte anständig, weil ansonsten wird entweder eure Node-MCU heiß oder euer Servo fliegt durch. Das kann ganz schnell mal passieren. Ich habe auch zwei Servomotoren gebraucht, bevor ich das gecheckt habe. Genau. Hier, ich verwende hier zum Beispiel 3,3 Volt, ganz normal, ist egal, welches hier von ihr nehmt, aber es ist halt praktischerweise diese drei hier sind in einer Reihe. Und dann benutze ich den Pin D4, was quasi GPIO 2 ist. Und genau, dafür verwende ich hier Tasmatizer. Auch das habe ich euch hier mal verlinkt. Könnt ihr euch einfach hier runterladen für Windows, die Exe einfach einmal installieren. Beziehungsweise, ja, ist gar keine Installation, sondern das ist einfach, ich zeige es euch ganz kurz, hier Tasmatizer. Das ist quasi keine Installationsexe, sondern ihr öffnet das und dann habt ihr direkt das Programm offen und könnt dann hier einfach den entsprechenden Port auswählen. Ist natürlich wichtig, ich habe jetzt gerade nichts dran. Dann könnt ihr hier unten auf Release klicken und dann hier eure entsprechende Tasmota-Version auswählen. Hier verwendet am besten dieses Tasmota.de-Bin. Hat den Vorteil, dass das Ganze dann direkt auf Deutsch ist. Wenn ihr eine Node-MCU verwendet, hier auch noch das Häkchen bei Self-Resetting Device. Steht ja auch in Klammern Node-MCU oder Wemos. Man könnte zum Beispiel auch ein Wemos D1 Mini nehmen, wenn ihr es kleiner haben wollt, aber ich liebe einfach die Node-MCUs. Ich habe auch bestimmt über 100 Stück davon hier zu Hause rumfliegen und ich meine wirklich über 100 Stück, weil ich sehr viel damit mache. Tasmotizer hat halt auch noch den Vorteil, also wenn ihr jetzt quasi hier das ausgewählt habt, so könnt ihr auf Tasmotize klicken, dann wird das entsprechend auf den COM-Port, der hier ausgewählt ist, wird auf das Device diese Firmware draufgeflasht. Dann könnt ihr hier noch Send Config machen. Könnt hier quasi die Wi-Fi oder MQTT-Daten oder hier auch ein Recovery-Wi-Fi, falls das mal nicht verfügbar ist, eintragen und das Ganze dann hier über Save senden. Dann wird das quasi direkt auch mit auf den Port draufgespielt und über Get-IP kriegt ihr dann die IP-Adresse sogar schon direkt angezeigt von dem Gerät, wenn ihr hier die Wi-Fi-Daten eingegeben habt. Das ist super nice, habe ich euch hier auch in Bildern nochmal verdeutlicht, ne? Dass ihr hier wisst, genau, hier COM-Port einstellen, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Tasmatize. Dann, ne, hier wie gesagt, könnt ihr Wi-Fi-Daten etc. pp. Eingeben und dann hier unten bekommt ihr dann über Get-IP die IP-Adresse angezeigt. In meinem Fall war das tatsächlich dann hier für den Miniatur-Staubsaugerroboter die IP-Adresse mit der 143 am Ende. Auch hier geht ihr dann erstmal ganz normal da drauf. Am Anfang, das habe ich natürlich erst später hier reingeschrieben und so, aber am Anfang ist das erstmal ganz normal Sonoff oder sowas steht da, glaube ich. Dann könnt ihr in die Einstellung reingehen. Dann auf Gerät konfigurieren und dann hier auch wieder Generic 18 auswählen, hier oben aus der Liste, ist ganz unten. Und dann hier bei D4, GPIO 2, habe ich euch ja eben schon gesagt, da wählt ihr dann PWM aus. Ne, hier hinten können wir 1 bis 5 noch auswählen. Ihr könntet hier zum Beispiel bei GPIO 3, könnten wir jetzt auch noch einen weiteren Servomotor anschließen und dann dem quasi die Nummer 2 geben und so weiter und so fort. Das Ganze dann einmal speichern, dann könnt ihr hier wieder ins Hauptmenü zurück. Falls durch das Speichern ja sowieso das Ganze nicht neu startet und ihr im Hauptmenü landet, dann müsst ihr hier einmal auf die Konsole und in der Konsole müssen wir jetzt hier ein paar Befehle nacheinander eingeben. Ne, ihr seht hier auch schon an dem kleinen Ding, ich habe hier schon mal ein bisschen was rumprobiert. Und hier müsst ihr quasi nacheinander diese Befehle eingeben. Nämlich erstmal müssen wir die PWM-Frequenz auf 50 stellen. Manche sagen auch, dass es für die SG90 mit der Frequenz 400 besser wäre. Also da scheiden sich die Meinungen. Wenn ihr da ein bisschen nachgoogelt, werdet ihr verschiedene Infos dazu finden. Aber ich verwende hier PWM Frequency 50. Dann müsst ihr hier Set Option 69 noch setzen. Das ist, glaube ich, wichtig, um das Ganze eben hier mit diesem Dings-Command anzusprechen. Mit dem, ja, mit dem Channel-Command anzusprechen. Ich glaube, das geht sonst nicht. Dafür war das, glaube ich, wichtig. Dann hier Fade On. Dafür wird das Ganze dann, soweit ich weiß, in 10er Schritte gesetzt. Und dann hier Speed ist auf 20 gesetzt. Und wenn ihr diese Befehle alle nacheinander eingegeben habt, könntet ihr eigentlich das Ganze direkt auch schon per ja, IP-Adresse ansprechen. Also wenn ich das jetzt hier in den Browser oben reinkopiere und Enter drücke, würde der Befehl ausgeführt werden. Aber ich habe das hier einfach per URL-Request gemacht, also meine Steuerung für den Staubsaugerroboter ist zweigeteilt. Einmal habe ich hier quasi ein Objekt namens Miniatur-Staubsaugerroboter angelegt und einmal habe ich ein Objekt namens Miniatur-Staubsauger-Trigger angelegt. Dieser Staubsauger-Trigger ist das, was ich dann im Endeffekt in den
in Alexa mit reingefügt habe und der Staubsaugerroboter, das funktioniert, also das ist ja quasi das Skript, was nur innerhalb von I.O. Broker funktioniert, was aber durch das Trigger-Objekt überhaupt erst getriggert wird. Ne? Hier wird quasi einmal, wenn wahr, soll das gesendet werden und wenn falsch, soll das gesendet werden. Und deswegen habe ich das hier unten quasi dann ne, immer abwechselnd gemacht bei dem Trigger. Also quasi, wenn Staubsauger-Trigger wahr gesendet wird, also wenn ich jetzt sage, schalte Staubsauger-Miniaturroboter ein. Ich muss nicht Trigger sagen, ich habe es quasi Miniaturroboter genannt im Dings. Bisschen kompliziert, ich hoffe, ihr versteht aber trotzdem, was ich meine. Und dann wird das hier quasi abwechselnd mit wahr und mit falsch geschaltet. Immer hier mit einer Verzögerung, 10 Sekunden, 13 Sekunden, 18 Sekunden. Also quasi immer erst ein Sprung von 3 Sekunden, dann plus 5, plus 3, plus 5, plus 3, plus 5, plus 3. Ich habe quasi gemerkt, dass das der Abstand halt eben ist, dass es dauerhaft hin und her fährt. Ne? Jetzt in meinem Fall mit den Einstellungen, mit den Settings. Mit falsch habe ich hier auch noch. Dann wird quasi einmal auf falsch, also auf die andere Ausgangsposition gestellt. Aber ich sage euch so, wie es ist. Dieses falsch, also das ist quasi schalte Staubsauger aus, das sage ich nie. Ich schalte ihn einfach immer nur an und dann läuft er hier seine 51 Sekunden, also knapp eine Minute und dann hört er von alleine wieder auf, weil so ein echter Staubsaugerroboter, der fängt ja auch irgendwann an und hört dann auch automatisch aus. Natürlich kann man, automatisch auf, natürlich kann man auch den ausschalten per Sprachbefehl, meistens jetzt in meinem Fall meinen Xiaomi-Staubsaugerroboter, macht man in der Regel aber nicht, weil man ja, ihn fertig saugen lässt und dann macht er sich von alleine aus. So. Also auch da habe ich die Steuerung relativ realistisch nachgebaut, nur dass er halt anstatt paar Stunden nur eine Minute läuft und das reicht, finde ich. So zum Modell, so zum Zeigen, finde ich, ist das gut. Genau. Und dann hier im Endeffekt unten habe ich noch euch meine gesamten Blockly-Scripts. Also hier könnt ihr euch die Textdatei einfach runterladen, weil das sind die ganzen Blockly-Dinger. Wenn ich jetzt hier quasi auf Blöcke exportieren klicke, das ist jetzt hier die ganze Datei. Ja, das ist jetzt nicht ganz die ganze Datei, aber ich habe jetzt hier wahrscheinlich irgendwas angeklickt und nicht alles. Ja, jetzt haben wir alles. Und ihr könnt dann quasi ein neues hier öffnen und dann einfach Blöcke importieren. Dann packt ihr hier das ganze Zeug rein, was ich euch in die Textdatei gepackt habe. Und dann habt ihr die gleichen Blöcke, die ich hier auch habe. Und könnt das entsprechend mit eurer IP-Adresse halt eben umändern. Und dann habt ihr das. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu chaotisch. Ich wollte, wie gesagt, einfach nur mal ganz kurz, sei mal dahingestellt. Aber ich wollte jetzt einfach mal das Ganze hier nachgehen, also so durchgehen mit euch, dass ihr das versteht. Wenn ihr noch Hilfe braucht und sagt, hey, das Video war mir jetzt ein bisschen zu schnell und auch mit Anhalten und dann wieder zurückspulen oder whatever, habe ich es nicht ganz verstanden, dann helft euch einfach gegenseitig hier im Forum. Ne? Also klar, ihr könnt auch gerne Kommentare unter das Video schreiben und dort nachfragen, aber ich glaube, dass ihr euch hier im Forum einfach besser helfen könnt, weil ihr einfach direkt auch mit Bildern das Ganze posten könnt, mit Verlinkungen posten könnt und machen tun. Und weißt du, es ist halt, glaube ich, ein bisschen direkter, vor allen Dingen sind hier auch über 6000 Leute inzwischen angemeldet, die sich hier alle gegenseitig helfen und ich glaube einfach, ne, ihr habt auch hier die ganzen Bilder etc. pp. Mit dabei. Es ist kostenlos auch das Forum, ihr müsst da kein Geld für zahlen, ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, mir eine kleine Donation dalassen, habt ihr hier oben gesehen, ne? Einfach hier oben auf jetzt spenden, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir über PayPal irgendwie ein bisschen für die Serverkosten oder sowas dalassen, wenn ihr wollt, aber auch selbst wenn ihr das nicht macht, das Forum werde ich wahrscheinlich, ja, solange ich YouTube mache, wird es das immer geben, weil das halt ganz gut als Fundament eben für solche Tutorials dient. Und deswegen packe ich euch das, habe ich das euch hier alles mit reingepackt. Und der Erste hat auch schon hier schon einen Daumen nach oben gegeben. Vielen Dank, Platin. Mega nice. Und sind wir auch schon quasi am Ende des Videos angekommen. Und das ist halt sowas, wo man wirklich sich hinsetzen kann. Man kann mal wirklich ein bisschen was machen. Ich kann noch mal ganz kurz hier zum Ende, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ich filme, das filme ich gleich hier rein. Hier unten die ganze Technik. Hier habe ich die zwei Node-MCUs zum Beispiel, die hier einfach so rumliegen. Der Fire TV-Stick liegt da rum. Eine Steckdosenleiste, hier so ein USB-Ding habe ich noch hier mit reingepackt. Der Raspberry Pi liegt auch noch da hinten. Und hier oben ist halt eben die der Mechanismus mit dem SG90 Servomotor, der halt hier oben das Ganze steuert. Ich bin mega, mega froh, wie gesagt, hier mit der Tastatur und Maus, die ist quasi auch noch an dem Raspberry Pi dran, damit starte ich hier quasi den Fernseher im Wohnzimmer einmal, also quasi einfach ne, nach oben, zack, Befehl starten und mit F dann Fullscreen toggeln, damit das halt komplett sichtbar ist. Und hier hinten sind quasi die ganzen Kabel. Ne?
So, die laufen alle hier hinten lang, habe ich alle hier hinten miteinander verbunden. Dass es quasi wieder ein LED-Stripe sozusagen wird. Ihr könnt das Ganze auch noch viel weiter erweitern, weil gerade mit so Node-MCUs und mit den ganzen GPIO-Pins, auch über den Raspberry Pi etc. pp. Und über Tasmota oder, könnt ihr auch über MQTT mit dem IO-Broker so viele Sensoren und Sachen und Aktoren ansprechen. Das hier mit dem Servomotor ist ja nur eines von vielen Dingen. Ihr könntet hier zum Beispiel noch irgendwo einen Bewegungsmelder also ein Peer-Sensor quasi unterbringen, dass wenn ihr quasi hier dran vorbeiläuft, lauft als Beispiel, dass dann quasi die Lichter angehen, dann für 5 Minuten anbleiben und dann automatisch wieder ausgehen. Ihr könntet Temperatursensoren noch reinpacken, dass quasi bei bestimmten Temperaturen die Lichter in den Räumen in verschiedenen Farben leuchten, dass quasi, wenn es besonders warm ist, die Lichter alle rot leuchten, wenn es besonders kalt ist, dass es blau leuchtet oder, ja. Man könnte wahrscheinlich sogar noch hier irgendwie so eine kleine Miniatur-Badewanne hinpacken mit einem Abfluss richtig und Wasser, was dann reinläuft und so weiter und so fort. Wie gesagt, ihr könntet hier euer komplettes, reales Smart Home in Miniatur nachbauen und dann eben, je nachdem, welche Sensoren ihr in eurem großen, echten Smart Home verwendet habt, das Ganze hier halt auch in Miniatur machen oder gar nicht erst die Sensoren in Miniatur hier einbauen, sondern die Miniatur-Sachen, die hier quasi sind, also die Lichter, vielleicht Wasser, vielleicht der Staubsaugerroboter etc. pp. Mit den Sensoren in eurem realen Smart Home verknüpfen über IO Broker, sodass quasi hier, wenn mein Staubsaugerroboter oben läuft, automatisch das Ding jetzt hier auch anfängt zu laufen. Und zwar nicht nur eine Minute, sondern so lange, wie der oben halt auch läuft. Ne? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer das Licht ausmache, dass dann auch da wirklich das Licht ausgeht. Ja, ich kann jetzt euch mal ganz kurz auch nochmal zeigen, dass das hier natürlich mit den Alexa-Befehlen entsprechend funktioniert. Ich werde quasi das Triggerwort immer rausschneiden, also keine Sorge. Ihr hört quasi immer nur den jeweiligen Befehl. Schalte Miniatur Smart Home aus. Ne? Dann geht alles aus. Jetzt sind alle Räume ausgegangen und jetzt schalte ich einfach die einzelnen Räume separat an. Schalte Miniatur Schlafzimmer ein. Okay. Ne, dann geht nur hier oben das an. Dann machen wir jetzt die Küche als nächstes. Schalte Miniatur Küche ein. Okay. Ne, haben wir jetzt hier die Küche an und jetzt machen wir noch das Wohnzimmer. Schalte Miniatur Wohnzimmer ein. Okay. Ne, dann geht auch das hier an. Und jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Hier das Video, was jetzt hier läuft. Da sind wir quasi beim nächsten Video. Ich kann jetzt hier ganz normal auch durchschalten. Ne, dann gehen wir jetzt hier einfach mal ganz normal auf YouTube drauf. Wir können jetzt hier auch auf Netflix gehen oder Amazon Prime Video und so. Das funktioniert natürlich alles ohne Probleme. Wir gehen jetzt einfach mal auf YouTube drauf und dann hier einmal zurück. Also aus dem Video, wo wir hier gerade drin sind, raus. Und jetzt gehen wir mal auf ein Shimmer Media Video, beziehungsweise machen mal den Trailer an. Shimmer Media HD. Also auch das funktioniert ganz normal, die Sprachaktivierung. Und ja, jetzt gehe ich einfach mal hier auf irgendein Video drauf. Und von dort aus dann auf den Kanal. Es kommt hier natürlich direkt Werbung. Da müssen wir erstmal kurz warten. Ich kann euch das Ganze ja mal ein bisschen näher zeigen. So, also das funktioniert hier wirklich einwandfrei. Hier Werbung überspringen können wir auch genauso machen. Jetzt gehen wir ganz kurz hier unten hin und dann, soweit ich weiß, kann man hier direkt dann auf den Kanal drauf gehen. Und ist jetzt nur die Frage, sehen wir jetzt hier irgendwo direkt den Kanal-Trailer? Müsste doch eigentlich hier irgendwo verlinkt sein, glaube ich auch. Muss mal ganz kurz gucken. Aber ich kann auch einfach sagen, Shimmer Media HD Trailer. Gucken wir einfach mal so. Genau, da haben wir nämlich den Trailer. Starten wir den einfach. Es ist relativ leise, ne, weil der Lautsprecher halt eben da ist. Aber ich mache mal das Mikrofon jetzt einfach ein bisschen näher an den Lautsprecher dran. Ne, so hat ja einwandfrei funktioniert. Ja, wie gesagt, und da könnt ihr jetzt halt alles Mögliche euch anzeigen lassen. Ne, also nicht nur, ne, da läuft es direkt hier auch schon weiter. Also hier kann man sämtliche, alles, was halt eben da auf diesem Bereich möglich ist, sich anzeigen lassen. Hier drüben will ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen, in der Küche.
ist natürlich auch mega cool. Der Ofen leuchtet halt auch wirklich in so einem richtigen Rot. Ne? Dass der halt eben, ja, wie halt eben so ein richtiger Ofen halt eben ist. Wenn wir jetzt da mal so schräg von oben drauf gucken, seht ihr auch, die Herdplatten leuchten gleich mit. Und ja, jetzt hier nochmal ein bisschen hochkurbeln, dass ihr hier oben auch mal den Staubsaugerroboter dann natürlich in Aktion sehen könnt. Ich habe hier sogar eigentlich noch ein paar andere Sachen vorbereitet. Und zwar wollte ich eigentlich hier noch so Bilderrahmen machen. Da wollte ich halt noch so wie Gemälde oder sowas nehmen. Die wollte ich dann hier so reinmachen und dann hier hinten so an die Wand machen. Das werde ich vielleicht sogar noch machen. Nur ich wollte euch das Ganze jetzt halt erstmal so schon mal präsentieren, weil ich mir noch nicht sicher war, welche Bilder ich da reinmache. Aber, und jetzt auch hier werde ich jetzt wieder das Triggerwort rausschneiden. Also keine Sorge. Schalte Miniatur-Staubsaugerroboter ein. Okay. Und dann fängt er hier einfach an zu fahren. Ich finde das halt echt mega cool. Ja, und da sind wir auch schon am Ende, wie gesagt, angekommen. Gebt gerne, wie gesagt, ein Däumchen nach oben, schreibt ein bisschen was Nettes in die Kommentare, ob ich euch hiermit zu anderen Sachen noch inspirieren konnte. Wenn ja, wofür, schreibt es gerne mal mit rein. Und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, kostet euch kein Geld, gibt mir einen großen Support und ermöglicht mir weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal.